Moin Leute, mein Name ist Kai und ich stelle euch in diesem Video meinen Path of Exile Charakter vor. Ich hoffe ja, dass ich das in Zukunft öfter mal machen werde, aber schauen wir mal. Ich nutze hier Incinerate in einem Cast 2 Channeling Setup mit Volatile Dead als Inquisitor. Das ist freilich kein völlig neuer Bild, aber hat durch die ganzen Buffs für Channeling Skills in 3.6 einfach mal Interesse geweckt und macht auch einen Heiden Spaß. Wie ihr sehen könnt, bewegen wir uns immer relativ nah zu unseren Gegnern hin, da Incinerate nicht die größte Reichweite hat, aber wir blasen dann die Gegner einfach mit einem einfachen Rechtsklick weg. Incinerate ist so schon recht stark, weswegen die einfachen Mobs schnell fallen und wir deren Leichen wir dann für unser Volatile Dead nutzen können, dessen zielsuchenden Bomben noch extra Schaden machen und den Weg vor und um uns clearen. Ich gehe dabei besonders auf kritische Treffer, da dies ja eben auch Teil der Ascendancy für den Inquisitor ist. Gleich komme ich noch zur Ausrüstung und zu dem passiven Skilltree, möchte vorher aber anmerken, dass dieser Build noch nicht komplett optimiert ist und manche Sachen vielleicht noch geändert werden sollten, so wie ihr das vielleicht mögt. Aber ich bin im Moment ganz zufrieden damit. Alternativ lässt sich der Build auch mit einem Trickster spielen, eventuell auch als Elementalist. Das hängt eigentlich ganz von euch ab, denn wirklich entscheidend für diesen Build ist nur Folgendes. Dieser Stab. Das ist ein Shaper Eclipse Stab. Das ist wichtig wegen der eingebauten Critical Strike Chance, aber auch wegen dem eingebauten Cast Right Channeling, sodass wir quasi im gesamten Setup einen 7-Link haben. Es ist ein selbstgecrafteter Stab, den ich mir aber jetzt für 8x gekauft habe, aber ihr könnt ihn prinzipiell auch euch selber craften, wenn ihr denn die entsprechenden Rezepte schon dafür habt. Was ist erforderlich? Auf jeden Fall, dass eure Support-Gems verstärkt werden und Spell-Damage mit extra Chaos-Schaden kann auch nie schaden. Bei dem Rest könnt ihr euch aussuchen, ob ihr vielleicht eventuell anstatt Arcane Surge noch mehr Attack Speed nehmen wollt, damit ihr mit Leap Slam schneller vorankommt. Da habt ihr generell sehr viel Spielraum, wie ihr das am besten dann craften möchtet. Welche Gems habe ich hier also verlinkt? Natürlich Incinerate mit Volatile Dead, ist klar. Ansonsten noch eben den neuen Support, Infused Channeling Support, eben weil er uns noch stärker macht und auch noch unsere Verteidigung stärkt, also besser geht's ja kaum. Dann probiere ich hier gerade was aus mit Elemental Focus Support. Und zwar können wir damit die Gegner nicht mehr igniten oder schocken oder freezen. Hat aber zur Folge, dass wir erstens hier schon mehr Schaden machen und wegen unserer Ascendancy vom Inquisitor haben wir hier noch eine 100% erhöhte Critical Strike Chance und das möchte ich eben forcieren, aber ich probiere es gerade nur aus, ob das wirklich so viel bringt oder ob die 45% Multiplier nicht doch vielleicht auch ganz okay sind oder nicht. Ich probiere es einfach gerade aus und bisher läuft es eigentlich ganz prima. Jetzt will hier jemand was von mir. Dann als nächstes noch Increased Critical Strike Support, klar, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu pushen. Und zu guter Letzt ein Empower Support, weil wir hier gleich zwei Active Skill Gems haben, Incinerate und Volatile Dead. Das hier ist meine Brustrüstung, weil sie Leben bringt, Resistenzen und natürlich Area of Effect und Area Damage, also eigentlich alles das, was wir wollen, zusammen in einer Brust. Mega gut. Das ist momentan noch ein 5-Link und ich weiß noch nicht mal, ob ich das wirklich ändern möchte, denn ich brauche den Platz für unsere einzige Aura auch bislang. Die Lottery ist auch neu, glaube ich, die uns eben noch mehr Spell Damage als auch Critical Strike Chance gibt, also optimal. Und hier im 5-Link-Verbund habe ich Stormbrand. Ich habe ihn verlinkt mit, okay, jetzt noch mit Flame Dash. Das kommt vielleicht noch raus, mal gucken, vielleicht bleibt es auch so drin. Mit Faster Casting, klar. Und Mana Leech, weil das ist wichtig. Wir haben einen extremen Mana-Verbrauch. Deswegen brauchen wir Mana Leech in längeren Kämpfen auf jeden Fall. Und Culling Strike, damit das eben alles mal ein bisschen schneller geht. Ansonsten gehe ich eher auf Armor. Man kann wahrscheinlich auch mit Energy Shield und Energy Leech probieren, was zu machen. Habe ich mich jetzt aber erstmal noch dagegen entschieden. Aber es stehen euch alle Türen offen. Also fühlt euch da frei, das alles zu ändern. Und hier die Combo mit Immortal Call, die man so kennt, ne? Mit Cast When Damage Taken, Increased Duration und Warlord's Mark. Da kann man natürlich auch den Fluch seiner Wahl nehmen. Ich habe mich eben dafür entschieden. Gibt vielleicht auch bessere, vielleicht auch nicht. Mir eigentlich egal. Mir geht es eher um Immortal Call. Und hier habe ich den Ice Golem genommen, eben auch wegen der Critical Strike Chance. Zusammen mit Leap Slam, Fortify Support und Faster Attacks. Ich muss dazu sagen, momentan, jetzt geht's langsam, aber ich habe mit Leap Slam Probleme, dass ich noch sehr lange langsam angreife, eben weil ich auch auf meinem Stab keinen Attack Speed habe. Deswegen bin ich immer versucht, noch Flame Dash weiterzunehmen, weil das schön zackig geht. Aber ich habe jetzt überall mal ein bisschen Attack Speed, hier zum Beispiel auf meinem Ring, genommen. Deswegen langsam geht's, langsam kann ich das dauerhaft verwenden und es ist eben gut wegen Fortify, schützt uns eben noch mehr. Für Bosskämpfe ist folgendes Setup nämlich noch wichtig und zwar Unearth zusammen mit Spell Totem Support, Multiple Totems und Faster Casting. Was macht Unearth?
Es schießt Pfeile, glaube ich, oder Projektile, die Leichen entstehen lassen, die wir eben brauchen, um sie zum Explodieren zu bringen bei Bossgegnern, weil da sind nicht so viele Minions da, die uns helfen, Leichen zu generieren. Deswegen brauchen wir diesen Skill zusammen mit den Totems. Das funktioniert wunderbar. Ich werde auch am Ende des Videos noch einen Elderfight verlinken, einen Red Elderfight. Da könnt ihr das dann sehen, wie das dann in der Praxis aussieht. Als Gürtel habe ich diesen auch nochmal wegen Armor und sonst Leben, Resistenzen. Onslaught ist ein nettes Gimmick, brauche ich jetzt nicht zwingend. Ansonsten Ringe habe ich mich noch für die Diamond Rings entschieden, wegen der Critical Strike Chance. Langsam versteht ihr, glaube ich, worum es hier geht. Und ja, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen was verbessern, genauso wie beim Amulett. Da habe ich jetzt einen Talisman, wegen Spell Damage, Cast Speed und Armor Increased eigentlich ganz gut. Dann noch Leben, deswegen mochte ich das sehr. Bei dem Flask Leben, Hauptsache irgendwas gegen Flüche. Und dann natürlich eine Basalt Flask, wie immer. Das habe ich für mich, weil es schön schnell geht und ich auch Critical Strikes mache, sodass er schnell wieder aufgeladen wird. Kann man immer verwenden dann. Müsst ihr aber nicht, ist nicht zwingend. Und das ist natürlich, weil nochmal extra Schaden und Life Leech optimal brauchen wir. So, wie sieht mein passiver Baum aus? Der fängt schon gleich am Anfang an komisch zu werden, denn ich bin diesen Weg gegangen mit Leben und Mana-Regeneration. Warum? Weil ich schon von Anfang an wusste, wir werden wahrscheinlich viel Mana brauchen. Und ich wollte auch mal auf Lebenregeneration gehen, weil ich auch nicht wusste, woher ich sonst eigentlich noch Leben nehmen sollte bei diesem Bild, woher das kommen sollte. Deswegen bin ich von Anfang an darauf gegangen, ob sich das wirklich jetzt lohnt, die drei Punkte hier wegen 1,2% Lebenregeneration zu nehmen. Sei mal dahingestellt. Die Mana-Regeneration ist, glaube ich, schon sehr viel wert. Normalerweise würde man halt hier lang gehen, wegen Damage. Ne? Kann man auch machen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das hier nicht so viel wert. Das sollte ich vielleicht auch nochmal ändern. Aber ich habe das jetzt so gelassen, weil ich relativ zufrieden damit bin. Dann hier so die üblichen Wege. Ne, brauche ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Leben. Bin hier unten auch noch lang, um diese Life Notes zu kriegen. Ist wahrscheinlich auch nicht zwingend, vor allem wenn ihr mit Energy Shield spielen wollt. Dann geht ihr lieber nochmal hier so hoch, weil ihr das ja nicht müsst. Dann könnt ihr die Punkte weglassen. Ja, hier oben natürlich Channeling-Verstärkung. Nehme ich alles mit. Dasselbe gilt auch hier, Channeling. Und dann natürlich haben wir hier die Critical Strikes. Das Ganze hier nochmal speziell, wenn ihr dann den Stab habt, könnt ihr diese Punkte nehmen. Fürs Leveln an sich habe ich damals noch Dolche verwendet, eben auch wegen der Critical Strike Chance. Aber ich glaube, da kann man auch relativ alles nehmen. Man hat aber schon deutlich spürbaren Schub beim Schaden gesehen, als ich dann mir den Stab gekauft habe. Also das ist klar. Ansonsten hier natürlich Critical Strike Chance und Area of Effect und Damage. Wobei der Damage hier wichtiger ist als der Effekt. Dann noch hier ein bisschen rüber, auch wegen Critical Strike Chance. Und wir brauchen auch ein bisschen Dexterity, um die ganzen Gems hochzupushen. Soweit so gut. Mit den Juwelen, da bin ich jetzt noch nicht ganz am Ende damit. Da ist noch viel Luft nach oben. Eins, das sehr gut ist, ist dieser hier. Ne? Spell Damage, Global Critical Strike Chance, Multiplier, alles dabei. Wenn alle Juwelen so sind, optimal. Ich habe mich aber noch für ein bisschen mehr Leben entschieden. So habe ich zum Beispiel diesen gefunden. Habe ich den einfach mal genommen. Muss man wahrscheinlich nicht. Man kann da auch noch mehr auf Schaden gehen. Ja, hier habe ich noch Attack Speed, damit auch Leap Slam ein bisschen schneller funktioniert. Also da einfach irgendwie nehmen, was so halbwegs reinpasst. Bei den Ascendancies, wahrscheinlich selbst erklären, natürlich nehmen wir die Critical Strike Chance und dass wir die elementaren Widerstände ignorieren. Ja, das Ganze dann noch verbunden mit Consecrated Ground. Wenn wir auf Consecrated Ground stehen, haben wir 15 Mana-Regeneration, was sehr, sehr wichtig ist und es trotzdem nicht reicht. Und halt natürlich mehr Schaden, Lebensregeneration kriegen wir dadurch auch. Sind immun gegen Statusveränderungen. Also wir können nicht gefreezed werden, nicht geschockt und nicht ignited. Sehr angenehm. Soweit zu meinem Charakter. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Bin zwar kein Profi, aber natürlich versuche ich zu helfen, ganz klar. Ich werde auch meinen Charakter unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch hier nochmal im Detail angucken, auch den passiven Skilltree. Ich habe leider keinen Path of Building Link, weil ich das nicht nutze selber so aktiv. Ich gucke mir dann eher nur die anderen Sachen an von den anderen Leuten. Ja, ansonsten Like da lassen, Abo. Ihr wisst das alles, brauche ich nicht sagen. Danke fürs Einschalten. Und dann bis zum nächsten Mal.